Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Es gibt endlich wieder ein Trading-Video, denn heute kam Nessie raus. Die haben wir gerade gekauft. Ich finde sie mega süß. Ich glaube, ihr findet sie auch mega süß. Und wir sind jetzt gerade schon auf einem öffentlichen Server. Falls ihr meinen Community-Post gesehen habt, dann wisst ihr Bescheid. Ich bin auf einem öffentlichen Server. Alle, die mir folgen auf Roblox, können mir joinen. Und ganz wichtig, falls ihr irgendwo jemanden seht auf einem öffentlichen Server, der Geschenke von euch möchte oder mit euch traden möchte und irgendwas ganz Utopisches haben möchte, dann bin das definitiv nicht ich. Denn ich nehme keine Geschenke an und ich trade nur Sachen mit euch, die auch wirklich fair sind oder maximal natürlich ein bisschen over, das ist okay, aber nicht ein kompletter Scam. Dann sind wir in der Mitte angekommen und oh mein Gott, ich dachte, auf dem Server ist gar nichts los. Hi, hallo. Oh mein Gott, es sind schon ein paar Zuschauer da. Oh mein Gott, ich habe schon so lange nicht getradet. Ich habe gar nicht erwartet, dass ja, so schnell jetzt Leute gejoint sind. Jetzt Moment, oh mein Gott. Ein paar Sekunden später. Unipopmaster 25112 bietet einen Ghost Wolf, ein Turkey Plus, ein Bad Bad Pack, ein Cure All Potion, ein Cracked Egg, ein Orang-Utan, oh mein Gott, der ist ja süß, ein Banana Car, ein Hover Car und eine Egg Delivering Machine. Hi, Servus, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, ich brauche nicht wirklich einen Ghost Wolf. Alles, was Beine hat, außer der Frosch, der hüpft, wir schreiben es mal auf nicht-bayerisch. Weil auf Bayerisch sagt man, außer der Frosch, der hupft, aber das versteht ja nicht jeder. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das Angebot annehmen möchte. Einfach aus dem Grund, weil ich nichts davon wirklich brauche. Ich schreibe ihr mal cooles Offer, aber nein, danke. So, wir deklarieren jetzt mal ganz kurz das Offer, denn... Oh nein! Ich... Jetzt wartet... Oh mein Gott, kann ich... Ich... Accept... Get it now? Ja! Okay, ich muss nicht meine eigene Nessie hergeben. Dieses Video fängt schon mal super interessant an. Ein Gingerbread Reindeer? Oh mein Gott, Leute, es ist nämlich so, ich habe drei. Ich habe leider nicht vier. Ein Dragonfly. Blueberry, ein Preteen. Wo gab's denn die Dragonfly? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, woher es es gab. Das ist mein Dream. Hi, Luana. Kannst du noch adden? Ein paar Sekunden später. Oha, Leute, die Luana, die weiß, was abgeht. Ich drücke jetzt Accept, weil das ist schon mehr als genug, denn sie hat mir einen Pony gegeben. Also ich glaube, ihr wisst alle, oder? Ich liebe Pferde und ich liebe die kleinen süßen Ponys und das ist mir definitiv genug für 500 Robux. Das ist, ich befürchte, sie ist over. Jetzt wartet mal, war der Rhino nicht mega teuer? Oh mein Gott, ich hoffe, ich habe sie... Habe ich sie jetzt abgezogen? Oh Gott, Leute. Ich habe schon so lange nicht mehr getradet. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Habe ich jetzt eine Zuschauerin? Luana, dickes, dickes, fettes Bussi geht auf jeden Fall raus an dich. Vielen Dank für deinen richtig coolen, coolen... What? For Sandy Roll? What? Das kann ich aber gar nicht annehmen. What? Oh mein Gott. Warte. Nein, jetzt, die Miley, bitte hör auf zu adden. Miley, bitte nicht mehr adden. Sie soll aufhören zu... Nein, ich möchte auch keinen... oh mein Gott, ist es hier ernst? Wartet, was können wir ihr bieten? Wir haben eine Fly Potion. Oh Gott, was haben wir denn noch für Pets? Sollen wir ihr eine Frost Fury anbieten? Bin ich dann trotzdem under? Ich bin mir nicht sicher, aber ich hätte das Wild Boar unbedingt gerne. Ich hab's für dich getradet. OMG. Das ist der Hammer. Ist das okay? Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte ja nicht meine Zuschauer abziehen. Ja, sie sicher. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wirklich?
Okay, ich bin kurz vorm Heulkrampf. Okay, ich. Falls dir das Video gefällt, lass uns jetzt sehr gerne einfach ein Like da. Oh mein Gott, sagt sie ja? Oh mein Gott, sie sagt ja! Oh mein Gott! Miley-3344, das war der Trade meines Lebens. Oh mein Gott, ich danke dir. Ich habe schon so oft versucht, ein Wild Board zu traden. Und Miley, du bist mega krass. Vielen Dank dafür. Der nächste oder die nächste ist Rambo Sunny 2020. Und oh mein Gott, wartet bitte. A Green Chested Peasant, Alicorn, Snow Owl und Winged Horse. Ist er oder sie nicht maximal over? Yeah, this trade seemed unbalanced. Leute, die Frage ist, sind es gute Trades, weil das Pet neu ist? Oder ich möchte halt nicht meine Zuschauer abziehen, Leute, ne? Ich hab echt, also, oh mein Gott, aber Rambo sagt ja. Rambo oder Sunny, ich weiß nicht, wer genau jetzt gerade mit mir tradet. Vielen, vielen Dank für deinen Trade. Jetzt lass mich mal ganz kurz gucken, haben wir noch Robux? Ihr seid so viele. Und ich bin nicht viele. Jetzt warte, danach habe ich noch 150 Robux. Okay. Wir versuchen jetzt noch eine Nessie zu traden. Danach habe ich leider keine mehr. Ich versuche mir dann einfach eine zu traden noch oder so. Oh mein Gott, wie süß. Ein Dingo. AWHXL da. Wir gucken mal. Vielleicht möchte er oder sie den Trade anpassen. Ein paar Sekunden später. So, AWHXLDAAA hat den Trade angepasst. Eine Yellow Butterfly. Oh, jetzt kommt noch ein Steppy Lion und einen Dingo. Danke für dein Angebot. Aber nein, danke. So, und es ist lustig, weil man sieht es quasi hier in dem Chat. Wir deklinieren mal den Trade. Und ich würde jetzt nur noch einen Trade annehmen, der mir richtig, richtig krass passt. Denn das ist letztendlich meine Nessie, die ich quasi eigentlich nicht hergeben möchte. Kettenu? Bin mir gerade nicht sicher. Bietet eine Drake. Ein Japan-Ei, ein Rampet, Hermine und ein Cracked Egg. Ich nehme keine Geschenke an, aber cooles Offer. Ich würde mir aber gerne noch ein anderes Angebot angucken. Ich möchte mir aber noch ein anderes Angebot ansehen, weil ist die letzte Nessie. Deswegen... I'm very sorry, Ketten, aber wir deklinieren den Trade und gucken uns noch ein weiteres Angebot an. Und ich glaube, ich schreie, ne? Das ganze Video lang. Es tut mir wahnsinnig leid. Es tut mir so leid. Ich möchte eigentlich nicht die ganze Zeit schreien, aber ich bin einfach so hyped und ich trade ja nicht mehr so oft. Aber ich habe ja, glaube ich, schon in einem anderen Video mal gesagt, oder habe ich es rausgeschnitten, ich bin mir nicht sicher, dass ich gerne wieder öfter traden möchte und ich finde euch einfach Wahnsinn. Dickes Bussi geht an alle Rollies dieser Welt raus und ich habe euch alle einfach mega krass lieb. Oliver, der Coole, ist der Nächste und er addet auch richtig viel. Oh mein Gott, Leute, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich euch nicht allen einfach eine Nessie geben kann, weil ich einfach nicht mehr genug Robux habe. Oh mein Gott. Das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr so oft trade, weil ich einfach nicht mehr so viele Robux kaufe, weil ich nicht hunderte von Euro jeden Monat nur für Robux ausgeben möchte. Aber jetzt habe ich maximales schlechtes Gewissen. Oliver, das ist so ein gutes Angebot. Oh mein Gott. Und sogar noch ein Snowball-Pet. Danke für dein krasses Angebot, Oliver. Aber ich muss deklinen. So, schreiben wir ihm jetzt. Denn, Leute, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich euch alle abziehe. Deswegen deklinen wir jetzt mal. Ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, Leute, ich habe ja gesagt, ne, wenn ich ein gutes Angebot bekomme, dann gebe ich meine eigene Nessie noch her. Aber ihr gebt mir alle so krasse Angebote und ich habe jetzt irgendwie maximal ein schlechtes Gewissen. Ich hoffe, ich bekomme jetzt nicht richtig Hate-Kommentare, weil ich euch abgezogen habe. Es tut mir leid, aber ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr,
über die Pets, die ihr mit mir getradet habt. Bussi geht nochmal raus an alle. Okay, Unicorn tradet mit mir einen Toucan, zwei Ghost Wolf, ein Cicatrice, ein Monkey, ein Husky, ein Starfish, ein Ox und ein Sasquatch. Wir gehen jetzt nochmal zu einem letzten Trade und gucken, was Sarah... Das sieht cool aus, oder? 6 Sarah 9, das ist ein cooler Name. Was Sarah zu traden hat für meine Nessie. Ein paar Sekunden später. Ich glaube, Sarah ist fertig mit dem Adden und sie bietet einen Golden Griffin, ein Mythic Egg, eine Ginger Cat, einen Neon Fennec Fox, ein Zodiac Minion Chick, eine Ladybug, ein Parakeet, eine Butterfly und ein Mare-Horse. Das ist auch meiner Meinung nach ein richtig, richtig, richtig krass guter Trade. Also für mich, ich weiß nicht, ob es ein guter Trade ist für sie, vermutlich nicht. Ich werde das jetzt trotzdem declinen und meine Nessie behalten, denn ich kann mich definitiv nicht entscheiden, wem von euch ich meine letzte Nessie gebe. Und deswegen endet das Video. Ich danke euch auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus. Ach so, und bitte schreibt mir, dass ich meine Zuschauer nicht abgezogen habe.